Was? Es ist 40 Grad draußen. Warum soll ich euch unterhalten? Macht ihr doch was Witziges. Ich gucke euch zu. Lasst trotzdem ein Like da. Einfach nur, weil ich gerade ein Assi bin. Ihr habt echt geglaubt, ihr seht was Schönes, oder? Ihr kauft auch COD und denkt, dass ihr bekommt, was ihr wollt. Seid ihr ernsthaft noch verwundert, wenn ihr sowas bei mir seht? Seid ihr ernsthaft verwundert darüber? YouTuber sein ist ein geiles Leben. Du setzt dich dahin, dann guckst du kurz in die Kamera, dann sagst du irgendwas Witziges. Aufwachen, Jürgen! Dann bashst du einmal Activision. Digga, da wundert sich Activision aber auch wirklich, dass keiner mehr Bock hat. Dann schneidest du das Video fertig, renderst das einmal und fertig. Kostet kein Geld, kostet keine Zeit. Ihr klickt alle da drauf und Schäppi kriegt Geld. So ist das YouTuber-Leben. Geiles Leben. Ich verdiene absolut mit YouTube jeden Monat so um die 300 Euro und habe allein für diese Kamera das Dreifache letzten Monat ausgegeben. Also vielleicht ist es doch nicht so einfach. Vielleicht soll ich mich noch ein bisschen anstrengen und kann später mal Pause machen, wenn ich so 800.000 Abonnenten habe. Aber egal, was geht, Leute? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Zurück! Ich muss dringend daran arbeiten, in irgendeine Anstalt zu kommen, wo ich nicht als geistig Behinderter Stufe 1 eingestuft werde. Neue Season ist da und ihr habt ja schon das Video dazu gesehen und ihr habt ja auch gesehen, dass ich jetzt nicht so heftig begeistert bin. Eigentlich gibt es kein Aber. Ich gucke es mir natürlich trotzdem an und zähle auf meinem Kalender schon die Tage, wo ich jeden Tag ein rotes Kreuz drauf mache, bis Battlefield endlich da ist. Okay, Leute, genug geheult, genug geheult. Wir haben ein paar coole Sachen in der Season, die vielleicht, eventuell Spaß machen. Und ich werde für euch eine Sache hier auch schon zeigen. Und zwar, jetzt kommt der Schwitzer-Modus. Ich kriege ja sowieso die schlimmsten Lobbys aller Zeiten. Headset auf. Dann geht ihr auf Punkteserien. Und da ist die Handkanone. Sehr kreativer Name. Wir kennen sie. Annihilator oder Scheppi früher Analyter. Aus Black Ops 3, wir kennen sie aus Black Ops 4 und wir kennen sie aus Black Ops Cold War seit heute. Kostet 2800 Punkte, schwerer Großkaliber-Revolver, der verheerende Kugeln mit größerer Durchschlagskraft verschießt. Abklingzeit 90 Sekunden. An der Stelle, Leute, könnt ihr gerne kommentieren, wie hart behindert dieses Score-System eigentlich ist, was wir hier haben. Ich kann auch selbst kommentieren, ich kann es auch selbst machen. Wir werden trotzdem in die Runde gehen und gucken, ob dieser Revolver irgendetwas kann. Und dann werde ich euch erzählen, und das ist eigentlich das Hauptthema davon, warum mich COD eigentlich verloren hat und wann es vor allen Dingen passiert ist. Und es wird einige von euch schockieren. Bleibt dran bei Scheppi Investigativ. Scheppi Faktor. Das Unfassbare. X-Faktor, das Unfassbare. Eigentlich, Leute, ist es gar nicht so sehr die Frage, wann mich Call of Duty irgendwie verloren hat oder an welchem Punkt ich gesagt habe, es reicht wirklich, sondern es ist eher eine Frage, was hat überhaupt dafür gesorgt? Weil da ist absolut einer unten. Also Leute, die Frage ist tatsächlich gar nicht so sehr, wann hat mich COD verloren, sondern viel, viel eher, warum überhaupt? Was hat dazu beigetragen, dass ich mittlerweile hier sitze und nicht die Tage zähle, bis das neue COD kommt, sondern die Tage zähle, bis es endlich mit dem hier vorbei ist und ein neues Game rauskommt? Die Frage, die man sich halt ehrlich stellen muss, ist nicht so sehr, wann hat mich COD verloren, sondern warum? Was ist der Grund? Was hat. Ko Wo ist denn die Stellung? Ich sehe nichts, weil die Kontra-Drohne natürlich immer alles verdeckt. Geh weg! Stirb! Oh! Die Frage ist tatsächlich gar nicht, wann mich COD verlassen hat. Oder, nee, wann ich COD verlassen habe. COD mich verlassen, ich COD verlassen. Haben wir uns gegenseitig verlassen? Hatten wir eine Liebesbeziehung? Liebe ich COD? Ich hab's geliebt. Aber es hat mich betrogen. Es hat mich betrogen mit Skill-Based Matchmaking. Und eins will ich euch ganz ehrlich erzählen, Leute.
Es ist so lange her, dass ich bei meinem COD so richtig das Gefühl hatte, dass die Entwickler, die da dran waren, auch absolut Bock darauf hatten. Dass die richtig Bock hatten, ein geiles Game zu machen. Dass die wussten, was sie da wollen. Mittlerweile fühlt sich jedes Call of Duty für mich eigentlich nur noch an, als wenn Entwickler, die viel mehr von dem Game verstehen als Publisher, sprich die Leute, die es rausbringen, trotzdem Entscheidungen mittragen müssen im Prinzip. Die Leute, die das Spiel machen, müssen die Entscheidung mittragen, die Leute machen, die das Game für Geld verkaufen wollen. Das ist nicht gut. Dafür brauchst du Leute, die Ahnung davon haben. Und es ist einfach seit, ich glaube, Black Ops 3 sogar so, dass ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass die Spieleentwickler so wirklich freie Hand hatten, dass sie machen konnten, worauf sie Lust haben, dass sie Dinge einbringen konnten. Junge, 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 Junge. Wenn ihr wirklich wissen wollt, wann mich COD verlassen hat oder wann ich es verlassen habe, kann ich euch nur eins sagen. Es gibt keinen festen Tag dafür und keine feste Sekunde. Oh, das ist die neue Streak. Oh! 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 Okay, von mir aus kannst du hier auch nur das mit dem Annihilator nehmen. Du willst mir schon voll komplett ausreichen. Also eigentlich müsste ich das Video jetzt ausmachen. Besser wird's heute nicht mehr. Also die Frage, die man sich wirklich stellen muss, ist nicht... Jetzt ist die Runde vorbei. Also die Frage, ganz ehrlich Leute, kann eigentlich nicht sein, wann hat mich Call of Duty wirklich verloren als Spieler und als treuer Fan dieser Franchise seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Ich bin glaube ich 30 Jahre alt. Ja, ich bin 30 Jahre alt und spiele COD seit ungefähr 35 Jahren. Das ist so ungefähr das, was tatsächlich hinkommt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist so hart für mich mittlerweile in diesem Game außerordentlich viel Spaß noch zu haben, weil es immer auf das Gleiche hinausläuft. Das ist ein Gegner. Oh, hat die viel Rückschuss? Oh! Was sind das für Gegner? Was sind das für Gegner? Ich hab nicht reverse boosted. Bitte glaub mir das. Oh, hör dich. Oh, oh. Vom Annihilator zur Kriegsmaschine. Gott, bin ich ein Wichser. Jawohl! Ich glaube, COD hat mich gerade zurückgewonnen. Zumindest für heute. Oh mein Gott, ist die Waffe. Digga! Der Auto-Aim davon! Das Ding tötet Gegner einfach. Was? Was? Digga, das Ding tötet Leute einfach alleine. Alle Streaks töten von alleine. Ich brauch nichts machen. Ich kann so tun, als wäre ich der beste Spieler der Welt. Nur mit Streaks, die ich bekomme, obwohl ich sterbe. Das ist, Leute, vielleicht einer der Gründe, warum mich dieses Game mittlerweile verloren hat. Aber es ist irgendwie auch geil, wenn man so eine Lobby hier hat. Aber dazu muss man sagen, ich habe insgesamt um die... Was? Also einer der Hauptgründe, warum ich COD einfach nicht mehr ernst nehmen kann auch, ist die Tatsache, dass jedes Game von Activision mit allem, was es hat, nur noch darauf basiert, dass Anfängerspieler, und herzlich willkommen an alle, die COD vielleicht noch nie gespielt haben, das ist in Ordnung, dass die beschützt werden in gewissen Brackets und dass Mechaniken eingeführt werden, damit diese Leute auch eine Chance haben, meine Streak zu bekommen. Natürlich sollen auch diese Leute mal, die wirklichen Anfängerleute, ich rede von geistig und körperlich normalen Spielern, die einfach nur noch selten bisher gespielt haben. Dann komm her. Es geht da wirklich um die Spieler, so wie du und ich, die einfach das allererste Mal COD zocken. Und jedes Game ist mittlerweile mit SBMM, mit den Sachen wie hier, dass die Streaks einfach immer und immer zählen. Oh mein Gott. Egal was ihr macht, die Streaks zählen immer. Ihr könnt 10.000 Mal sterben, ihr kriegt trotzdem die Streak geschenkt. All das ist extra dafür gemacht,
dass Spieler, die sich hier nicht gut auskennen, die Möglichkeit haben, trotzdem Streaks zu erreichen. Was aber auch dafür sorgt, vor allen Dingen durch das Skill-Based Matchmaking, dass ich als guter Spieler, der mir das angeeignet habe, ich habe es gelernt, ich habe trainiert, ich habe gegen gute Spieler in die Fresse bekommen, ich habe gegen schlechte Spieler gespielt und auch gegen die in die Fresse bekommen. Ich habe gelernt, wie es ist, wenn man ins Spawn liest, wenn man weiß, in welche Richtung man gehen muss. Ich habe gelernt, wie es ist, auf was man achten muss. All diese Sachen braucht man nicht mehr lernen. Man kommt hier in das Game, lädt es sich runter und kann direkt anfangen. Und wenn das Game nach 2-3 Runden dann realisiert hat, dass man eigentlich ein ziemlich schlechter Spieler ist, dann passiert nichts weiter, außer, dass der Spieler eine Lobby bekommt, wo ihr als guter Spieler denkt, ja, so eine Lobby, einmal alle 3 Stunden hätte ich auch gerne. Tatsache ist aber, ihr bekommt so eine Lobby weder alle 3 Stunden, noch alle 5 Stunden. Als normal guter Spieler bekommt ihr solche Lobbys nicht. Und dann sorgt Skill-Based Matchmaking auch gleichzeitig noch dafür, dass ich auf Server connected werde, die so unglaublich schlecht sind. Die sind irgendwo in Timbuktustan, irgendwo in der Nähe von irgendeiner Palme aufgebaut. Es soll einfach nur verdeutlichen, wie weit dieser Server entfernt stehen muss, dass ich so einen Ping habe. Jetzt gerade habe ich hier einen 60er bis 70er Ping. Er zeigt 50er an. Wenn ich hier aber drauf gucke, sehe ich 67, sagt mein Router-Setting. Diese Ping-Anzeige ist auch, also prinzipiell alles in diesem Game ist mittlerweile nur noch dafür gemacht, dass der Spieler, der gut ist, eigentlich gar keine Lust mehr hat. Und das ist auch der, der am wenigsten Geld dafür ausgibt. Und dann kriegen wir jede Season neues remakedes Dreckszeug. Jede Season, Season 1 ist kopiert, Season 2 ist kopiert, Season 3 ist kopiert. Dann kommt Season 4. Auch das sind wieder Sachen, die wir schon 1000 Mal hatten. Es ist... Digga, der ist echt krass. Jawohl. Es ist die beste Streak der Welt. Es ist die beste Streak der Welt. Sowas wie hier. Jawohl. Jawohl. Kostet 2800. Ist überhaupt nicht gebalanced, wenn man ganz ehrlich ist. Also wirklich gar nicht. Jawohl, er stirbt auch nicht. Oh, hat 10 Schuss. Der Deagle. Oder das Ding hier. Sind einfach 10 garantierte Kills. Da braucht ihr... Oh. Da braucht ihr nichts für machen. Ihr kriegt 10 Kills geschenkt. Und dann habt ihr den Granatwerfer dazu. Da kriegt ihr nochmal 10 geschenkt. Dann habt ihr fast einen Nuke. Mit nix. Mit nix. Jawohl. Falls ihr euch also gefragt habt, warum man mittlerweile einfach nicht mehr Bock hat. Man kriegt immer und immer wieder recycelten Content. Immer wieder Sachen, die wir schon vor 3, 4, 5, 6, 8 und 10 Jahren hatten. Dazu kommt, dass es ja immer schlimmer wird. Schlechtere Pings, schlechtere Server-Performances, schlechtere neue Maps oder Remake-Maps, schlechtere... Ist alles schlechter. Es wird alles schlechter und zwar von COD zu COD, von Season zu Season. Egal was ihr tut, egal was ihr macht. In Modern Warfare fing das an, da haben sie uns Totenstille weggenommen. Gab es dann in dem Fall nur noch als Feldaufrüstung. Das war super, hat mich richtig glücklich gemacht. Also hattet ihr keine Möglichkeit mehr, euch lautlos zu machen. Dadurch, dass ihr keine Möglichkeit mehr hattet, euch lautlos zu machen, habt ihr auch keine Möglichkeit mehr gehabt, Leute wirklich von hinten zu attackieren oder einfach nicht auf euer Headset euch verlassen zu müssen. Max Kruse ist einfach hops genommen worden. Einfach hops genommen worden. Ist völlig casual. Max Kruse hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Jawohl. Max Kruse, Digga. Wäre so geil, wenn du der Echte bist. Ich würde gerne einen Fußballvertrag haben, aber in den letzten 5 Jahren bin ich einfach faul geworden und fett und alles und... Das auf jeden Fall, Leute, es gibt irgendwie so viele Gründe, warum ich COD verloren hat und das war jetzt eine ganz coole Runde eigentlich. Das Problem ist, ich weiß, wenn ich jetzt noch 1 oder 2 Runden spiele, sorgt das SBMM wieder dafür, dass ich so weit nach unten droppe, dass ich wieder keinen Spaß habe. Und dann kommt der recycelte Content und dann kommen leere Versprechen, die nicht eingehalten werden und so viele Sachen. Es ist anstrengend. Ich würde mir wünschen, dass das neue Battlefield gut ist. Das neue COD wird, glaube ich, sehr, sehr schlecht. Wenn das neue Battlefield gut wird und Activision endlich den Schlag vor dem Bug bekommt, haben wir zumindest eine Chance, dass wir nächstes Jahr mit dem COD wieder ein Game haben, worauf wir uns wirklich freuen können. Wenn euch das gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, ich kann nicht mehr.